Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur 21. Astronomischen Einheit. Wir sind heute wieder eine kleine Runde und würden gern mit euch über Raumfahrt plaudern. Wie ihr wisst, jeden Montag, jedes Mal um 20.30 Uhr peilen wir hier das Gemeinschaftsformat als galaktische Grüße quasi aus dem Off an. Wir glauben dabei immer so die Creator zusammen, die uns aus dem Senkrechtstarter-Discord hier am nächsten liegen und würden uns freuen, wenn ihr euch heute fleißig im Chat beteiligt, sodass wir noch ein paar Gesprächsimpulse dazu bekommen, falls wir welche benötigen. Ich bin selbstverständlich nicht alleine, sondern wir haben nicht nur unseren Co-Host, sondern auch noch einen lieben Gast mit an Bord. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Hallo. Hallo. Einen schönen guten Abend. Schön, dass wir so eine nette kleine Runde zusammen haben. Heute minus eins, der liebe Flo, Teammanager von Everyday Astronaut, hat technische Probleme, aber Adrian Lifecraft ist mit dabei, die gute Fee des Discord-Servers, würde ich mal sagen, wird uns hier auch mit begleiten durch das Thema. Wir hören uns jetzt noch bei Adrian doppelt. Ich weiß nicht, ob das Lautsprecher ist oder was derartiges. Lautsprecher ist eigentlich aus. Okay. Dann, leider, müssen wir dann wahrscheinlich erstmal so damit leben, dann sei denn, das löst sich noch im Verlauf. Ich sehe auch gerade, ich bin glaube ich noch nicht ganz ordentlich im Bild. So ist besser. So ist besser, genau. Du bist auch ohne Halt tatsächlich. Ja, was haben wir vor heute? Wir haben während der Aufnahmen des Elon Time Podcast eigentlich immer mal wieder gemerkt, dass wir so an verschiedenen Unternehmen vorbeischrappen. Das ist so die Klassiker irgendwie. Man redet dann zwischendurch mal über die anstehende Neutron Rocket von Rocket Lab. Man redet zwischendurch mal über die Vulcan Rocket von ULA. Oder auch das SLS, was ja auch irgendwie noch auf der Liste der To-Come-Raketen steht, aber auch kleinere, wie beispielsweise ABL Space, die ja schon einen Auftrag von Amazon bekommen haben, waren bei uns schon häufiger Thema. Oder auch die deutschen, das deutsche Startup High Impulse, das mit Paraffin und flüssigem Sauerstoff letztlich ihre Raketen starten möchte. Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Liste. Wir gucken mal ganz systematisch, was hier so auf dem Markt rumfleucht, wer sich anstrebt, in zumindest den Low-Earth-Orbit zu kommen. Und das waren dann doch irgendwie in Vorbereitung auch ziemlich viele, ne? Also wir haben einige Zeit jetzt investiert am Vormittag, um da mal eine gute Übersicht zu schaffen, und wir mussten doch etwas runterbrechen. Wir haben gesagt, all die Launch Provider unter 300 Kilo LEO, die brauchen wir nicht mit reinnehmen, und sind jetzt bei 26, und auch da könnten noch einige dazukommen. Einige Märkte haben wir jetzt gar nicht genauer betrachtet, wie den chinesischen Markt. Wir werden auch aus diesen 26 auch nur einige kurz ansprechen können. Genau, wir haben mal so, das wird nicht klappen, aber wir haben mal so grob ausgerechnet, wenn wir uns 5 Minuten pro System nehmen, dann kämen wir irgendwie gut hin, alle einmal abzuklabastern. Aber wir haben schon ein Highlighting hier in der Excel-Tabelle vorgenommen, zu sagen, ja, das wären so die wir uns ganz gerne angucken wollen. Wir werden sehen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was wir eventuell dann auch nicht geschafft haben, dass wir zumindest so ein Disclaimer am Ende dann nochmal geben. Vielleicht machen wir zwischendurch irgendwie so ein X oder so einen Haken drüber, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Worüber wir auf jeden Fall mal sprechen sollten, das ist, warum es eigentlich so viele Launch Provider gibt, die jetzt sich platzieren. Und da ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt, darüber zu sprechen, was der Markt eigentlich hergibt und was da so prognostiziert ist. Ich habe rausgesucht aus einem Bericht, aus einem Marktanalysebericht, wie viel Marktkapitalisierung im Space Launch Services Markt steckt. Und 2019 waren das 9,8 Milliarden US-Dollar, 2021 12,6 Milliarden und für 2029 sind 31,9 Milliarden US-Dollar angepeilt.
Und ja, das ist schon eine recht große Menge. Wenn man den Space-Sektor im Allgemeinen sich anschaut, dann waren das im Jahr 2021 386 Milliarden, die ausgegeben wurden. Und das auch nochmal in Perspektive zu bringen mit einem anderen Markt, dem Smartphone-Markt, das waren 378 Milliarden Euro im Jahr 2020. Also man kann schon sehen, dass dort auch ja, Potenzial drin steckt und ja, die Space Launch Provider sich da auch platzieren wollen, um vor allem Satelliten ins All zu bringen. Der Anteil der Satelliten, die in Orbit gebracht werden, liegt bei 45,9%. Das ist somit das größte Segment eigentlich. Und ja, wenn man mal schaut, welche Satelliten in Zukunft ins All gebracht werden sollen, dann sind das ja, vor allem Internet-Provider oder ja, Konstellationen, Satellitenkonstellationen, die Internet auch bereitstellen sollen. Jo. Vielen lieben Dank für den Abriss. Das ist ja, weiß nicht, wenn man das. Also, ich finde den Smartphone-Markt schon ziemlich groß. Ne, und wenn man es dagegen hält, finde ich das doch deutlich bemerkenswert, dass wir da in ähnliche Sphären vorstoßen. Vor allem. Ja, es ist jetzt der gesamte Launch Service oder hattest du gesagt unter x Kilo? Das ist der gesamte. Ja, okay, gut. Da sind ja dann auch die großen alle mit bei. Ja, ja, richtig. Ja. Richtig. Und auch die deutlich teureren mit bei. Ja. Ja, und ich meine, fürs alles einiges eingeplant und da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch einiges in Zukunft noch an ja, Materialien ins All gebracht werden muss. Die kleineren Launch-Provider, die fixieren sich vor allem auf kleinen Satelliten, also für die Satellitenkonstellation. Aber ich denke, nach 2030 sind da auch noch andere Dinge vorgesehen, die ins All geschossen werden müssen. Ja. Arjen, jetzt hast du noch gar nichts dazu gesagt. Aus deiner Perspektive, jetzt sind wir ja im Grunde so im Bereich New Space. Wir machen uns auf irgendwie, dass nicht nur etablierte Player diese Marktkapitalisierung für sich beanspruchen können, sondern dass auch kleinere Unternehmen damit reindrängen können. Wo sollte man sich da als erstes auf Ursachenforschung begeben? Auf Ursachenforschung. Ja, wer verursacht den größer werdenden Launchmarkt? Also letztlich, wir haben ja wahrscheinlich zig Unternehmen, wo man vielleicht, den hätte man vor 50 Jahren wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, was fangt ihr an, Raketen zu bauen? das lohnt sich doch überhaupt nicht. Ja, das ist eine interessante Frage. Wer macht eigentlich den Business Case für diese neuen Launch Provider? Wer braucht diese ganze Nutzlast in den Orbit? Und da muss man aus meiner Sicht sagen, im Grunde haben wir die im Moment noch nicht, diese Anforderungen. Aber das ist eine Industrie, die sich gerade entwickelt, die sagt, wenn wir diese Kapazitäten bereitstellen, dann wird sich jemand finden, der sie benutzt. Also nach meinem Verständnis. Mhm. Wir haben Anfänge dieser Entwicklung, die sehen wir jetzt zum Beispiel mit SpaceX, mit Satelliten-Internet, mit Starlink, dass man quasi sagt, okay, wir machen uns selber diese Nachfrage dieser zigtausenden Satelliten, die wir hochbringen müssen, und dann lohnt sich unser System auch. Und diese Effekte, die werden wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit firmenübergreifend, nationenübergreifend sehen, dass also, wenn man dann die Kapazitäten hat, auch Sachen findet, die man damit sinnvoll anstellen kann. So. Ja. Was wäre denn das erste System, was du dir so angucken wollen würdest, Albrecht? Lass mal reinschauen. Ich hätte gedacht, wir fangen vielleicht auch erstmal so mit den Großen an, dass man ein Gefühl dafür bekommt, welche Nutzlasten da auch in LEO geschossen werden können, und dann widmen wir uns vielleicht den kleineren. Oder wir fangen so mit kurioseren Sachen an, wie zum Beispiel, Kopenhagen Suborbitals zum Beispiel, die in Dänemark sitzen und seit geraumer Zeit auch Raketen ins All bringen wollen. Aber ja, ich würde sagen, fangen wir mit den größeren Sachen an, oder? Ja, würde ich sagen. Ich schmeiß mal eins hier rüber. Zack. Das müsste jetzt auch zu sehen sein. Das dürfte zu kennen sein. Das müsste man kennen.
Genau. SpaceX, einer der größeren Player, der tatsächlich hier mit einem System bei uns in der Liste steht, was wir auch schon als Prototyp haben fliegen sehen. Wir hatten uns in Vorbereitung auch so ein bisschen vorgenommen, ein bisschen drauf zu gucken, wie sind so die Erfolgswahrscheinlichkeiten, also wie wahrscheinlich ist es, dass das Unternehmen einen Business Case trifft und überlebt und auch die Entwicklung durchziehen kann. Und ja, ich, da sehe ich bei SpaceX am ehesten die Möglichkeit, dass sie mit dem Geld, was einfach da hineinfließt, diese Probleme lösen können. Und ja, erste Testflüge sind ja zumindest suborbital schon gelaufen. Und ich denke, es hält uns im Moment nichts davon ab, in näherer Zukunft, im nächsten, spätestens im Verlauf des nächsten Jahres, dann nochmal einen operativen Flug irgendwie zu sehen, oder? Ja, und SpaceX ist ja auch mal das Unternehmen, muss man ja auch mal sagen, die eigentlich das Ganze so ein bisschen ins Rollen auch gebracht haben. Könnt ihr mich noch hören? Mhm. Ah, okay. Das Ganze auch ins Rollen gebracht haben, denn die sind dafür verantwortlich, dass sie, dass der Preis pro Kilogramm, das ins All geschossen werden kann, auch um einiges sinkt, ne? Mhm. Weil SpaceX nun mal dafür auch bekannt ist, ja, vollständig wiederverwendbar zu sein, und weil sie da auch, ja, sehr innovativ und neue Techniken einführen, um es noch effizienter zu haben, dadurch die Preise sinken konnten. Und genau, der Start für das Starship, das ist jetzt für 2022 eigentlich angedacht. Also der erste Testflug, sehr wahrscheinlich. Und ja, wird dafür sorgen, dass dann auch viele Starlink-Satelliten ins All gebracht werden können. Aber er hebt sich natürlich auch ordentlich ab von allen anderen, denn die Masse beträgt ja, ca. 100 Tonnen, die sie in den niedrigen Erdorbit bringen können. Ja, die Triebwerksanzahl mit 33 Raptor 2 Triebwerken ist dann schon auch sehr beeindruckend. Und da warten wir eigentlich alle drauf, dass der Start dann auch mal losgeht. Nichts dazu. Ich würde sagen, dann, wenn wir hier bei 33 Triebwerken sind, ich habe dich zwischendurch gemutet, Adrian, nicht wundern. Wir können auch gerne noch mal kurz versuchen, ob wir den Ton irgendwie besser eingestellt kriegen, wenn das ein größeres Thema ist. Nein, also das wäre jetzt eine Möglichkeit, über die ich es lösen könnte hier, wenn du sagst, du findest das Problem ad hoc nicht. Dann könnte ich halt zwischendurch einfach den Mute toggeln. Hört man mich jetzt? Ja, und auch mich nicht mehr so stark doppelt. Das kann ich jetzt gerade bestätigen. Gut, dann bleiben wir auf so der Einstellung. So ist es gut und fass nichts mehr an. Genau. Okay. Ja, das ist doch schön. Ja. 33. Ja, es ist noch leicht, aber es ist besser. 33 Raptor-Triebwerke klingen erstmal auch natürlich nach Superlative irgendwie, zumal das ja nur die Triebwerke auf der ersten Stufe sind. Wir hatten ursprünglich auch mehr Triebwerke als 3 auf der zweiten. Ich glaube, ist das noch aktuell, Adrian? 3 Raptor-Vacuum und nichts weiteres auf dem... Da müsstest du doch Sea-Level-Triebwerke zum Landen haben, oder nicht? Starship hat ja in der Konstellation, die ich kenne... jeweils 3 Vakuum und Sea-Level Raptor. Und die Sea-Level sind die Gimbalbaren. Das kann man mit den Vakuum nicht realisieren, weil die zu große Glocke haben und da der Platz fehlt. Das heißt, man braucht, um das System atmosphärisch auch steuern zu können, braucht man auf jeden Fall die Sea-Level. Ja. Was in der Diskussion war, war, dass man die Vakuum-Triebwerke noch aufdoppelt, also dass man 6 Stück anordnet, ringförmig. Mhm. Damit würde man dann grundsätzlich dem Starship noch deutlich größere Kapazitäten im Raum geben, also Fähigkeiten, größeres Beschleunigungsvermögen, wenn man über Sachen redet wie wir wollen zum Mars, wir wollen zum Jupiter, je nachdem. Aber ist das eine Option, die man sich offen hält, die man dann auch nachträglich installieren könnte? Oder ist das technisch erstmal so weit gediehen, dass man nur 3
Sea-Level und Vakuum-Triebwerke mitnehmen kann. Nee, es sind ja drei, es ist sowohl als auch. Okay. Also wir haben ja nach wie vor bei Starship noch einen hochgradigen Entwicklungszustand. Also wir sind ja in dem Sinne noch nicht mal bei der Alpha-Version, könnte man sagen. also was wir sehen, sind alles noch Prototypen und kein Block One oder sowas. Insofern können wir uns dann noch überraschen lassen, mit was SpaceX noch um die Ecke kommt. Ja. Ich meine, wir haben jetzt gehört in letzter Zeit, man denkt nach, dass man von diesem Design mit vier steuerbaren Flossen wegkommt, dass man möglicherweise die hinteren starr macht und die vorderen noch ein Stück weiter nach hinten setzt oder solche Dinge. Es scheint auch nach wie vor ein Problem zu sein, dass man das Gewicht im Starship nach vorne bringen muss, weil einfach diese Triebwerkssektion zu schwer ist mit den 6 Triebwerken. Dass man deswegen möglicherweise auch noch quasi die vorderen Flossen weiter nach hinten setzt oder nach unten setzt, je nachdem, wie man es sieht. Dem Ganzen vielleicht so ein bisschen mehr Kopflast verpasst, den oben noch streckt oder sowas. Da sind Dinge noch denkbar, die wir in den nächsten Monaten sehen werden. Ja. Um nicht zu viel Zeit, sag mal, auf Starship zu verlieren, würde ich sagen, wir gehen vielleicht mal einen Launcher weiter, ein etwas kleineres Gerät. Hier jetzt, was auch mit Sicherheit bei uns im Discord immer wieder rumgeistert, ist ja die Rocket Factory Augsburg. Auch einfach, glaube ich, weil es uns geografisch einfach ziemlich nahe liegt, sich damit auseinanderzusetzen. Ein deutlich kleineres Gefährt, was hier geplant ist, mit deutlich weniger Triebwerken, Albrecht, ne? Ja, richtig. 9 Triebwerke sind angedacht für die erste Stufe. Das sind die Helix-Triebwerke. Auch keine 100 Tonnen mehr, die gehoben werden sollen. Genau, wobei wir jetzt hier LEO gar nicht angegeben haben, aber der GTO, also Geostationary Transfer Orbit, ist mit 450 Kilogramm angegeben. Und zweite Stufe ist dann ein Triebwerk, ebenfalls ein Helix-Triebwerk. Starten soll das gute Stück ab Andøya, ein norwegischer Startplatz. Noch gar nicht so lange her, dass sie das bekannt gegeben haben. Das wird auf jeden Fall auch interessant werden. Jetzt weiß ich gar nicht, mit LEO vergleichbar, wäre da am ehesten ein polarer Orbit, Adrian? Weil gesagt, GTO ist ja doch nochmal deutlich weiter draußen. Also der Start aus Nordeuropa bedingt fast, dass man auf polare Orbits geht. Also ich will ja normalerweise, wenn ich äquatoriale Orbits anfliege, will ich ja möglichst viel Tangentialgeschwindigkeit am Boden mitnehmen, weswegen man den größten Erdumfang bezogen zur Rotationsachse nimmt, also den Äquator möglichst nah dran. Und umgekehrt, je weiter man vom Äquator weggeht, hat man ja weniger Grundgeschwindigkeit dabei und kommt also mit weniger Energie dann in einen polaren Orbit rein. Das vielleicht noch mal zu erwähnen vom Grundsätzlichen her. Also der ideale Startplatz für den polaren Orbit wäre quasi der Pol. Da gibt es dann wieder logistische Schwierigkeiten, die das vereiteln. Aber wenn man da Richtung Polarkreis weit nach Norden raufgeht, ist man natürlich für diese Orbits prädestiniert. Das hat mit der Höhe des Orbits zunächst mal gar nicht so viel zu tun, weil du jetzt wegen LEO angesprochen hattest. Kannst du gerade noch mal nachfragen? Gerade noch mal. Bitte? Ich war auch kurz abgelenkt. Alles gut. Also es ging jetzt eher um eine Einordnung, weil wir hatten tatsächlich für die Rocket Factory Augsburg jetzt keinen, also ich weiß nicht, ob du die Zahlen lesen kannst, die jetzt im Stream sind, wahrscheinlich nicht. Da waren jetzt 1200 Kilogramm in den polaren Orbit angegeben von 700 Kilometer polarer Orbit und halt eben der Geostationary Transfer Orbit. Und als Vergleich, denke ich, ist dann eben der polare Orbit mit LEO treffender, als wenn ich den GTO mit LEO vergleiche. Der GTO ist, oder allgemein der geostationäre Orbit ist ja grundsätzlich ein äquatorialer Orbit und der Transferorbit dahin logischerweise auch. Und
das hat in dem Sinne ja nichts mit polaren Orbits zu tun. Also wie soll man das beschreiben? Ja. Dann lassen wir es. Sind halt zwei unterschiedliche Ziele, die man letztlich verfolgt dann. Ne? Also wie du gerade auch schon sagtest, wenn ich Leo starten will, dann versuche ich möglichst nah irgendwie an den Äquator ranzukommen, um das mitzunehmen. Und wenn mein Business Case, gut, das ist ja im Grunde das, worum es jetzt hier geht. Ne? Also wir haben keine Angabe für einen Leo, weil wahrscheinlich Rocket Factory Augsburg nicht verfolgt, in den Leo zu starten dann in dem Fall. Von wo wollen sie dann auch starten? Ja, Andöja. Genau, es ist ja schon relativ weit nördlich dann. Ne? Genau, also gehen wir schon nochmal kurz drauf ein. Also der äquatoriale Orbit nimmt eben Geschwindigkeit mit und der polare Orbit tut dies nicht. So, der polare Orbit muss grundsätzlich sogar wegbremsen, was er an tangentialer Geschwindigkeit hat, weil er ja auf irgendeinem Ort auf der Erdoberfläche startet, der sich mit einer Geschwindigkeit größer Null bewegt. Wir hatten ja gesagt, der Start vom Pol funktioniert eher nicht. Mhm. Und das macht es schwierig im Vergleich, weil, wie gesagt, die Delta V, oder diese Geschwindigkeitsbeschleunigungsfähigkeitsanforderungen für diesen Orbit eher ins Negative gehen. Also ich brauche eine Rakete, die quasi bremsen muss. Ich schieße die quasi westwärts ab. Also entgegen der Erddrehung. Und sobald ich normale LEO, GTO, GEO irgendwas Orbits machen will, die mehr oder minder eine äquatoriale Qualität haben, versuche ich natürlich immer die Geschwindigkeit mitzunehmen und flieg ostwärts und habe dann die Addition meiner Geschwindigkeiten. Also ein ganz anderes Szenario, einfach schwer zu vergleichen. Was man sagen kann, dass politisch dieses Unternehmen in letzter Zeit gut unterstützt wird. Ich kann mich noch erinnern, Thomas Jarzombek, der vorige Raumfahrtkoordinator, fand das Thema auch immer interessant und hat dafür auch eingestanden. Mhm. Und sie haben ein gutes Funding bekommen und ich würde sagen, das gehört zumindest zu den Unternehmen, die wir in einigen Jahren auch noch sehen werden, denke ich. Ja. Das denke ich auch, zumal wie gesagt, als Besonderheit haben die sich ja irgendwie auch eine gute Kommunikation mit der Öffentlichkeit auf die Fahne geschrieben. Und als Business haben sie sich ja auch auf die Fahne geschrieben, irgendwie aus dieser Manufaktur-Produktion rauszukommen, wie man die vielleicht von früher oder von Old Space kennt, sondern die wollen ja eine Produktionsstraße letztlich für Raketen aufbauen, die möglichst maximal automatisiert ist. Und die Maschine bauen, die Maschine baut. Das heißt, Rohstoffe vorne rein, fertige Rakete hinten raus. Und das ist ja doch eine deutlich andere Herangehensweise, als man die bisher einfach betreibt. Ja, und aufgrund dessen, dass das ein Spin-off von OHB ist, werden ja sicherlich auch einiges an Expertise in ihren Kanälen haben, die sie da auch heute unterstützen. Ja. Die Standortwahl ist in dem Sinne auch interessant, weil Augsburg ja ein alter Industriestandort ist mit Unternehmen wie MAN. Dann der Standort direkt von Rocket Lab ist ein ehemaliges Osram-Werk, auch ja ein Global Player eigentlich in Leuchtmitteln. Und dort auch interessant der Anschluss an die Lokalbahn, das ist ein Augsburger Spezifikum, wo man quasi ab Werktor auf Eisenbahnfahrzeugen sein Zeug wegbringen kann. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man Raketen herstellt, die doch auf der Straße ein bisschen sperrig sind. Mhm. Haben die nicht, nur noch ganz kurz, haben die nicht vor kurzem auch mit der Ariane Group vereinbart, dass ab Kourou auch gestartet werden kann? Oder war das, das war ein anderes Unternehmen, ne? Das war ESA Aerospace, glaube ich. Ja, okay, sorry. Ja. Nehme ich nochmal zurück. Kommen wir gleich nochmal vielleicht drauf. Ja. vielleicht im Sinne einer Chronistenpflicht können wir dann vielleicht noch kurz mit reinnehmen. Wir haben natürlich auf unserer Liste auch Astra mit ihrem Launch System, die ja auch medial auch echt gut begleitet werden bei den Starts. Das waren die mit dem Powerslide von der Startrampe runter. Ich denke, ziemlich ikonisch. Das hat man so auch noch nicht gesehen. Und das Startort ist da Kodiak beispielsweise in Alaska. Also das ist auch relativ weit nördlich gelegen. Also wenn man hier vergleichen mag, irgendwie, da gibt es durchaus jemanden, der sich auch versucht, auf diese, auf Startplätze in der nördlichen Hemisphäre einfach zu spezialisieren. Ich denke, das ist eine Lücke, in die man sich durchaus drängen kann. Und von den Produktionsmöglichkeiten, da würde ich dann vielleicht an
Sorry, was? Ein Spruch. Ja, klar. Astra hat ja eigentlich bisher dieses Spezifikum gehabt, dass sie gesagt haben, wir starten aus dem Container raus und können eigentlich von überall. Und das steht jetzt aber in Frage, nachdem sie ja anscheinend angekündigt haben, dass sie ihre kleine Rakete jetzt einstellen wollen, nachdem es ja nicht so rund läuft, nachdem immer wieder Probleme aufgetaucht sind. Mhm. Und sie haben ja jetzt gerade wieder Kapital von der Börse geholt und gleichzeitig aber angekündigt, dass sie einen größeren Launcher bauen wollen. Das wirft natürlich die Frage ob der noch aus dem Container startet oder ob wir da dann den Wechsel auf feste Startplätze sehen. Mhm. Ja, sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie, was die Steuerungstechnik angeht, gut sind. Ja? Also dieses berühmte Space-Y-Manöver war natürlich schon spektakulär und damit zeigt man ja, okay, Steuerung können wir. Gerade bei so einer kleinen Rakete ist das schon erheblich schwierig, weil der einfach auch die Massen- und Drehmomentträgheit fehlt, um aufrecht zu bleiben, wie das vielleicht eine größere Rakete von selbst tut. Und sowas so stabil steuern zu können, da hat man schon Fähigkeiten gezeigt, die man jetzt in einem größeren System auch wahrscheinlich nochmal besser zum Tragen bringen kann. Solltet ihr das verpasst haben, Aufruf an die Zuschauerinnen und Zuschauer, schaut euch diesen Start auf jeden Fall nochmal an. Ich meine, Mo hatte damals sogar live gestreamt, das ist einfach abgefahren. Die haben's, also es war ja auch nicht so, dass sie gesagt haben, oh je, hier läuft jetzt was schief, Abbruch, Abort, wir lassen das da jetzt irgendwie in diese Bucht irgendwie stürzen, sondern das ist ja durchgelaufen und die Rakete hat tatsächlich auch irgendwann dann noch an Höhe gewonnen und aber Telemetriedaten sammeln und wollte was draus lernen. Ja, absolut. Und es war im Grunde ein Short, also die ist einfach so viel zu wenig letztlich in den Himmel gekommen, wie eben dieses Triebwerk gefehlt hat. Und das war doch halbwegs abgefahren mit anzusehen irgendwie. Also das, ja. Steuerung scheint da zu klappen. Ich war ja als Moderator bei dem Livestream dabei. Und es war schon sehr faszinierend, wie direkt auch diese Leute darauf eingegangen sind, die es eben kommentiert haben. Ich erinnere mich noch an die Kommentatorin, die dann meinte, so, ja, ich schätze, wir gucken dann mal, wann wir zu Max-Q kommen. Sehr cool. Also ja, man war überrascht, aber cool mit der Situation. Ja, schön. Wir hatten gerade bei Rocket Factory Augsburg über Produktionstechnik gesprochen und an der Stelle würde ich dann gerne noch auch jemanden oder ein Unternehmen reinbringen, das sich Produktionstechnik ein bisschen anders vorstellt als üblich, und zwar Relativity Space, die ja letztlich mit 3D-Druck an Raketen dran wollen. Wo ich mir persönlich immer gedacht hatte, meine Güte, wie will man das mit 3D-Druck machen? Die Außenwände oder sowas, die müssen ja doch einen gewissen Druck dann auch aushalten, wenn eben die Rakete von unten befeuert wird mit entsprechenden Triebwerken. Aber so wie es aktuell aussieht, ist das wohl von Erfolg gekrönt bisher. Die ersten Static Fires hatten sie jetzt, glaube ich, gemacht, ne? Ja, ganz frisch. Ist auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen, wenn man in der Timelapse mal sieht, wie die tatsächlich produziert werden, die Tanks. Das fasziniert mich jedes Mal, wie die dann von dem 3D-Drucker her hochgezogen werden. Und daraus dann eine fertige Rakete auch zu bauen, ist schon beeindruckend und kann die Produktionszeit auch nochmal sehr verkürzen, denke ich. Und das versuchen ja so einige, ja vor allem die Newcomer, auch zu übernehmen und den 3D-Druck dann auch in ihre Produktionsstraße großen Einzug zu gewähren. Wobei ich ja zugeben muss, ich kann mir keinen Reim drauf machen, was der Gewinn davon sein soll, einen Tank 3D zu drucken. Also das Verfahren, ein Blech in Form zu walzen und das zu verschweißen, ist eigentlich so gut etabliert, dass man sich schon fragt. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man eben eine Abkürzung gesucht hat für dieses Schweißroboter-Problem, wo sie sich ja jetzt in Boca Chica irgendwie widmen. Dass man quasi, wenn man dann ein Blech hat, das in Form zu bringen und automatisiert zusammenschweißen zu lassen, weil das Argument, was ja bei den Factory Tours irgendwie immer gemacht wurde, war, wir können das Ding über Nacht mit einer Aufsichtsperson irgendwie laufen lassen und zwei Tage später oder sowas haben wir den Tank fertig. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es gibt mit Sicherheit
effizientere und vor allem kostengünstigere Möglichkeiten, sich so einen Tank irgendwie hochziehen zu lassen. Also was ich mir vorstellen könnte, dass man sagt, wir machen den Anschluss am oberen und unteren Ende dann direkt in einem Zug mit und das ist irgendwie einfacher oder bringt weniger Spannung ins Material. Aber wenn ich da jetzt einfach ein Blechteil vorfertige, eine Blechtrommel und mache da eine Schweißnaht drauf und fange dann da mit meinem 3D-Schweißverfahren an, 3D-Schweißdruckverfahren, dann habe ich eigentlich diese Probleme auch nicht. Deswegen, wie gesagt, irritiert es mich ein wenig. Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier erst den Anfang irgendwie sehen, weil das lässt sich da dann im Grunde beliebig eskalieren irgendwie. Ne? Also ich kann ja dann sämtliche innenliegenden Tanks, ich kann die Hülle, ich kann theoretisch diese das entsprechende Plumbing, also die Rohre, die ich innen drin dann brauche, das könnte ich ja theoretisch alles irgendwie dann in den Design verwursten. Und dann habe ich im Grunde so die, das so ein bisschen, wie sie es bei den Triebwerken machen. Also Formen, die bisher einfach mit normalen, wie nennt man es, Fertigungstechniken nicht denkbar waren, weil es beispielsweise innenliegende Bohrungen oder sowas gab, die habe ich dann natürlich mit dem 3D-Druck ermöglicht irgendwie. Ne? Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, auch wenn wir jetzt zum Beispiel nach Rocket Lab gucken, dass man vielleicht Raketen nicht mehr zylindrisch baut. Mhm. Und dafür hat man natürlich Möglichkeiten mit so einem Verfahren. Ja, und da muss ich sagen, dass gut, da ist jetzt dieses System, wo sie jetzt gerade dran sind, das fertig zu bauen und als Jungfernflug mal in den Orbit zu bringen, noch nicht dabei. Aber das nächste System, was die ja, ich weiß gar nicht, ob ich es hier, genau, also das sieht halt schon zumindest von außen ein bisschen organischer aus und das wird ja auch, der Designprozess wird als Algorithmen geleitet und von der Natur inspiriert beschrieben. Da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass man dann vielleicht irgendwann mal schrittweise von diesem klassischen Design wegkommt, weil man sich denkt, das ergibt, dieses klassische Design ist einfach an Fertigungstechniken von Old Space irgendwie geknüpft und oder damals entstanden und vielleicht können wir es verbessern. Ne? Jo. Dann würde ich sagen, hast du einen konkreten Wunsch vielleicht, wo du sagst, also Adrian, das ist eine Rakete, die dir so vor Augen schwebt, wenn du an kleinere Starter denkst, die sich bald aufschwingen könnten in den Olymp der Orbitalraketen? Kleine Raketen, die in nächster Zeit anstehen. Wir können auch größere sein. Wir haben ja noch ein paar größere hier. Also eine Rakete auf falls sehr gespannt bin, ich hatte sie gerade schon angesprochen, ist dann die Neutron von Rocket Lab, wenn das für euch passt, die hier ja, schon klar. reinzubringen. Gerne. Das Weltraumei, die fliegende Stage Zero, es ist auf jeden Fall mal was völlig anderes, als was wir bisher kennen. Und ich bin super gespannt drauf, ob es so funktioniert, wie wir uns das bisher vorstellen, ob das Design so bleibt, wie es bisher gezeigt wurde oder ob das nochmal ganz anders wird. Hatten wir darüber gesprochen, die haben ja jetzt vor kurzem auch angefangen, die Startbasis zu bauen. Ursprünglich ging ich mal davon aus, dass sie dann auch ab Neuseeland fliegen werden, aber das ist so ja nicht geplant, sondern das soll was haben wir aufgeschrieben? Achso, ab Virginia soll das losgehen. MARS nennt sich der Startplatz dort. Und ja, soll eigentlich auch schon 2024 losgehen, aber das ist glaube ich, auch recht optimistisch. Soweit werden die noch nicht sein. Ich bin da vorsichtig. Also Rocket Lab ist jetzt nicht bekannt für dieses Elon-Time-Phänomen. Sorry, keine Anspielung auf euren Namen. Aber normalerweise, wenn Peter Beck sagt, wir machen bis dann und dann etwas, dann passiert das auch eigentlich so. Und ich glaube, die haben schon mit ihrem ersten System, mit ihrer Electron, eine Menge Erfahrungen gesammelt, die sie da jetzt in die Waagschale werfen können. Also. Na, ich würde es ja mir wünschen. Ja, ich lass mich mal überraschen, ne? Ja. Ja, aber wir sehen es ja hier in dem Bild, ne, was so besonders eigentlich auch ist. Es gibt keine Fairings, sondern es gibt eine Ladeluke, die den Satelliten daraus entlässt. Das war bei der Präsentation auch schön zu sehen und finde ich auch sehr spannend und faszinierend. Und vom Design her ist ja auch ziemlich anders als viele andere Raketen.
Ja, wie Adrian gerade schon sagte, Weltraumei, das ist ja wahrscheinlich dann auch so eine Anspielung auf die Form einfach des Geräts. Ne? Ja, klar. Es ist halt auch vom Flugprofil her eine völlig neue Geschichte. Wir hatten ja schon festgestellt, also keine klassischen Fairings, die abgesprengt werden. Jetzt muss man sich überlegen, bei einem normalen Start, da haben wir eine Stufentrennung irgendwo auf 50 Kilometer Höhe und dann feuert die Oberstufe irgendwie noch 20 Höhenkilometer weiter, bevor wir dann die Nutzlastverkleidung abwerfen, um dieses zusätzliche Gewicht auch noch zu sparen, sobald man es nicht mehr braucht. Jetzt ist das eigentlich natürlich eine clevere und auch irgendwo naheliegende Sache von Rocket Lab, dass sie sagen, wir schieben diese 20 Kilometer zusammen, wir feuern die erste Stufe ein bisschen länger, beziehungsweise lassen die etwas höher aufsteigen und gucken vielleicht, dass wir die Nutzlastverkleidung ein bisschen früher loswerden, als man das klassischerweise getan hat. Und dann bringen wir das zusammen und lassen die Nutzlastverkleidung direkt an unserer ersten Stufe dran. Mhm. Das ist eigentlich brillant. Aber es bringt natürlich einige Anforderungen mit sich. Man wird gucken müssen, eventuell müssen die Nutzlasten dann etwas robuster gebaut sein oder man wird sehen müssen, dass man weniger Geschwindigkeit fährt. Also es ist ein Flugprofil denkbar, da hatte Aeneas auch schon einiges ausgerechnet, wo man quasi diese Rakete nicht im klassischen Sinne kontinuierlich durchbeschleunigt, sondern wo man ab einer bestimmten Höhe sie dann treiben lässt sozusagen. Also eine Treibphase auf Schwung, wo man dann quasi den Aufwärtsimpuls dieser ersten Stufe sich gegen die Schwerkraft wieder aufarbeiten lässt. Und dann komme ich in ein Szenario rein, wo ich also irgendwann auf Höhe komme, aber eigentlich viel zu wenig Tempo habe. Und dann brauche ich halt eine Oberstufe, die sehr leicht ist und dafür dann sehr viel TWR hat. Also sehr viel Schub pro Masse. Und die dann wieder diese horizontale Geschwindigkeit herstellen kann. Ist das eben ganz anders gedacht als klassische Raketen. Aber es kann funktionieren. Die Zahlen machen durchaus Sinn. Das ist doch vom Flugprofil dann ähnlich wie das, was New Shepard von Blue Origin macht, oder nicht? Die haben doch auch, die geben doch auch Knallgas mit der ersten Stufe, haben doch dann irgendwie die Trennung und nur durch den Aufwärtsimpuls haben wir ja dann, also sehen wir, dass die Kapsel ja dann noch weiter in die Höhe steigt, ne? Genau. Also im Prinzip müssen wir uns vorstellen, wenn jetzt New Shepard am höchsten Punkt der Bahn, genau, eine Klappe aufmachen würde und da würde man jetzt mit einer Art von Kanone einen kleinen Satelliten rausschießen. Mhm, genau. Das wäre im Prinzip das Flugprofil, was Neutron machen wird. Ja. Ja. Wo wir vielleicht schon mal bei Blue Origin sind, darf natürlich auch die New Glenn nicht fehlen. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir bisher auf Raketen geblickt haben, wo wir durchaus eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit sehen. Und jetzt ist vielleicht so ein System irgendwie, wo ich mir mittlerweile irgendwie nicht mehr so richtig sicher bin, was da vielleicht irgendwann nochmal kommt. Es ist meiner Meinung nach sehr still irgendwie um Blue Origin. Die machen weiterhin fleißig ihre New Glenn-Flüge. New Shepard-Flüge, genau. Und haben da auch entsprechend, generieren da auch entsprechend PR. Ich weiß nicht, New Glenn war das Letzte, was ich auf dem Schirm habe, irgendwelche Drohnenfotos, die so mehr oder minder vom Parkplatz irgendwie gemacht wurden, weil da Teile rumstanden. Ich weiß gar nicht, hast du auf dem Schirm oder einer von euch beiden, wie lange die in Entwicklung ist, die New Glenn? Wann das angefangen wurde, weiß ich nicht genau. Fertig sein soll sie ja 20, oder beziehungsweise Erstflug ist 2023 angedacht, aber ich meine, das ist bei Blue Origin ja immer so, ne? Die sind da sehr zurückhaltend, was Informationen anbelangt, was man bei Aufnahmen aus dem Inneren von den Produktionsstätten gesehen hat, da waren auch schon größere Teile auch zu sehen. Aber genau weiß ich jetzt nicht, wie weit die da sind und ob 2023 da auch realistisch ist. Aber deine Skepsis kommt wahrscheinlich eher daher, dass da kaum Informationen rauskommen. Aber ich bin mir sicher, die sind da auch gut dabei und werden da ihr Bestes geben.
Nur 2023 also, ist so das, wo ich ein Fragezeichen dran machen würde. Ne? Also ich denke auch, wir werden die New Glenn auf jeden Fall fliegen sehen. Ich halte sie auch für eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr wohlgestaltete Rakete. Mhm. Sie hatten halt augenscheinlich riesige Probleme mit ihrem BE4-Triebwerk. Da gab es ja diese Running Gags, dass man eben gesagt hat, hier ULA wartet auch auf dieses Triebwerk, wann kriegen wir sie denn endlich? Wo man jetzt aber auch mal sagen muss, Tory Bruno hat in den letzten Wochen immer wieder auf Twitter auch dann Bilder gezeigt von BE4s, die eben geliefert wurden. Das heißt, Blue scheint diese Probleme überwunden zu haben. Jetzt müssen sie halt noch auf entsprechende Stückzahlen kommen und müssen ihre Rakete bauen. Aber ja, in Anbetracht dessen, dass sie eben relativ verschwiegen sind und nicht ihre ganze Prototypproduktion auf quasi im Freien laufen lassen, was für SpaceX Starship auch nicht so stimmt inzwischen, muss man auch relativieren, aber ja, Blue ist sehr viel geheimnistuerischer und gemessen daran, warum sollten sie ihre Rakete nicht nächstes Jahr fertig haben? Oder sie zumindest mal zum Fliegen bringen. Ich meine, vielleicht stürzt sie beim ersten Mal ab, vielleicht ist sie noch nicht richtig fertig, vielleicht hat man noch Dinge zum Nachbessern, Kinderkrankheiten auszumerzen. Aber mit Orbital Reef, da hätten sie ja auf jeden Fall auch einiges, was sie dann in Zukunft in den Orbit bringen können. Und ich habe so das Gefühl, wenn man sich da nicht sicher gewesen wäre, dass es mit New Glenn schon ganz gut funktioniert, dann hätte man das auch nicht bekannt gegeben. Dieses Jahr, letztes Jahr mit Orbital Reef, also da scheint schon eine gewisse Selbstsicherheit da zu sein. Ja, ich finde es halt nur halbwegs ambitioniert. Ja, zumal, weiß ich nicht, Patrick hat es gerade mal rausgesucht, irgendwie aus dem Wiki, insofern weiß ich nicht, woher dann die Zahl kommt im Wiki, aber dass sie 2011 mit der Entwicklung des BE4 angefangen haben und irgendwann so 2010, 2011, also 2010er Jahre mit der Entwicklung von New Glenn. Und das ist ja, also selbst für konventionelle Player durchaus eine gewisse Entwicklungszeit, die da jetzt auch schon ins Land gegangen ist. Da wäre tatsächlich 2023 jetzt so klassischerweise was, wo ich sage, dann müsste das irgendwann mal fertig sein. Aber da mache ich persönlich halt irgendwie noch das Fragezeichen dran. Ich würde da, weiß nicht, 2024 würde ich sagen, ja, das wäre irgendwie was, weil die marschieren halt mit relativ strammen Schritten, marschieren wir auf 2023 zu, ne? Das ist natürlich auch wieder wahr. Ja, wenn wir dann bei den größeren Trägerraketen noch sind, was ich noch interessant war und ich mir vorher auch nicht so richtig angeschaut habe und auch fasziniert war, die Rakete aus China, Langer Marsch 9. Von der Wissenschaftsabteilung, also eher staatlich geführt, kann man sagen. Viele Informationen gibt es da auch nicht. Angedacht ist der Start für 2028 und die maximale Nutzlast in LEO sollen 140 Tonnen sein, was schon echt heftig ist, wenn man das mal mit den anderen auch vergleicht. 66 Tonnen zum GTO. In drei Stufen wird hier geplant. Vor allem Flüssigtreibstoff wird genutzt und der Startort soll Hainan sein. Kenne mich jetzt mit den technischen Spezifikationen von den asiatischen Trägerraketen nicht so gut aus, aber ich fand es faszinierend. Also 140 Tonnen LEO ist schon eine ordentliche Ansage. Und die Chinesen im Allgemeinen sind da auch sehr, sehr ambitioniert. Also ich glaube, an Ambitionen mangelt es da definitiv nicht. Das kann man wohl sagen. Was ich noch spannend fände, wäre so zum Vergleich, wie treffend waren so die, also das ist jetzt quasi so Ausschreibungscharakter, ne? Also wir haben das und das vor, wie treffend war das bei den vorherigen Systemen? Ne? Also hat man, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie 60 Tonnen angepeilt hat, hat man dann auch 60 Tonnen getroffen oder übertroffen? Oder war das so, wir haben dann mal noch 3-4 Mal runterkorrigiert irgendwie? Das finde ich halt bei gerade den, bei den, was sie sich als Ziel setzen, dann in den geostationären oder in den Low Earth Orbit zu bringen, schon spannend. Ja, es wäre auch ganz grundsätzlich mal gut, wenn wir uns da mal einen Überblick verschaffen
schaffen über die ganzen chinesischen Launch-Provider. Das fällt mir immer mal schwer, das ordentlich auseinanderzuhalten, weil es halt auch eine große Fülle an Raketen gibt. Ja, aber ja, wie gesagt, die sind auch sehr ambitioniert, haben ihre eigene Raumstation, wollen die weiter ausbauen, wollen auch zum Mond und zum Mars. Ja, sollte man nicht außer Acht lassen. Man muss vor allem auch bedenken, dass China ja durchaus in der Position ist, sich sozusagen an Platz 1 in der Weltwirtschaft setzen zu wollen und auch das realistisch erreichen zu können. Also nach manchen Hochrechnungen werden sie nächstes oder übernächstes Jahr die USA einholen oder überholen. Hm. Und wenn jetzt eine Verlagerung von Industrie und auch Wissenschaft in den Weltraum passiert, von Wissenschaft eigentlich nicht, Wissenschaft war schon immer im Weltraum, aber wenn eine Verlagerung von Industrie in den Weltraum passiert, dann muss China natürlich, wenn sie dabei eine Rolle spielen wollen, müssen sie ihre Kapazitäten entsprechend aufstellen. Hm. Insofern bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Hm. Ja, das trifft ja für Europa genauso zu und da halte ich Europa für etwas zurückhaltend, was wir vielleicht aber auch gleich noch ansprechen. Das ist richtig. Wir sollten vielleicht, wenn wir den Bereich der Großraketen jetzt vertiefen, thematisieren, sollten wir generell mal darüber sprechen, was das dann eigentlich bedeutet. Ihr hattet das ja schon angesprochen am Anfang mit der Frage des Use Cases, also was macht man dann eigentlich mit der großen Nutzlastkapazität? Und gerade wenn sie auf einer Rakete ist, muss man sich natürlich schon die Frage stellen. Aber die Vision, die dahinter steht, ist ja auch eine entsprechende. Also wenn wir jetzt, gut, bei Elon Musk mit SpaceX, mit Starship ist es die Geschichte, wir gehen zum Mars. Bei Jeff Bezos, Blue Origin, ist es ganz klar die Absicht, dass er sagt, seine Vision ist, die ganze Erde zu einem Naturschutzgebiet zu machen und die ganze Industrie in den Orbit zu verlagern. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Ja, ist auch absolut, absolut sinnvoll. Ist für viele Dinge durchaus sinnvoll, ja. Ich habe sowas wie Solarenergie relativ einfach frei verfügbar im Orbit. Ich habe gewisse Rohstoffe, die ich zum Beispiel auf dem Mond sehr leicht abbauen und auch in den Erdorbit dann einschießen kann, weil halt der Mond nicht viel Schwerkraft aufweist und man da leicht wegkommt. Insofern, ja, diese Konzepte sind durchaus nicht so schwachsinnig, wie sie sich vielleicht bei manchen auf den ersten Blick anhören mögen. Und dann kommt eben auch die Situation, okay, brauche ich einen Bagger auf dem Mond? Und dann kann ich halt vielleicht auch mal einen schicken, wenn ich eine entsprechende Nutzlast habe. Und nicht irgendwie so ein Ultraleichtteil, sondern einfach einen von der Stange, dann vielleicht mit einem vakuumtauglichen Elektroantrieb, muss man ein bisschen modifizieren, ja, aber dann habe ich Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, diese Richtung, in die wir generell mit diesen Großraketen gehen, ja, dass wir einfach Industrialisierung des Orbits und des Weltraums betreiben in einem Maßstab, der nicht mehr Prototypenbau ist. Hm. Ja, bin ich ganz bei dir. Ist auf jeden Fall ziemlich spannend, interessant und würde so einiges umwerfen. Ja, ist vor allem auch wieder ein weiterer Business Case. Ne? Also während man vielleicht bei den kleinen Raketen dann sagen könnte, die versuchen letztlich das Leben auf der Erde in gewisser Weise zu verbessern, also durch Dinge, die wir Erdlinge hier auf der Erde lebend irgendwie im Orbit brauchen können, haben wir dann vielleicht mit Systemen, die weiter hinausstreben, einerseits das Objective zu sagen, ja, wir versuchen vielleicht auch mal auf einen anderen Planeten zu kommen, dieses klassische Multiplanetary Species Narrativ und andererseits, wie ihr zwei ja gerade sagtet, irgendwie auch Produktion im Weltall zu betreiben, um hier auf der Erde zu entlasten und nicht eben mit weiteren Unternehmen zu belasten dann. Ne? Ja, wer sich auch einen sehr spannenden Business Case, finde ich, ausgesucht hat, das vielleicht auch nur in aller Kürze, ist ein Unternehmen aus Rumänien. Das ist auch gerade im Chat schon angeklungen. Und zwar Arca Space, die mit einer, wie ist es hier als, das muss ich gerade mal suchen, als dreistufige Rakete in den Orbit drängen wollen. Und diese dreistufige Rakete soll nicht weniger als 90 Booster auf sich vereinen, um dann Platin auf dem
auf Asteroiden abzubauen und zurück zur Erde zu bringen. Das Seriöste an dieser Rakete ist dann wahrscheinlich noch das Finanzierungsmodell. Und zwar wollen sie ein Cryptocurrency Crowdfunding dafür veranstalten. Man kann sich jetzt also den ganz, ich glaube, das ist so das Bullshit-Bingo des New Space irgendwie. Also man kann sich dann einen Crypto-Token, den AK-Token erwerben. Dann hat man ein Stück Cryptocurrency, mit der man dann im Rückzug 20% Rabatt auf das gemeinte Platin bekommt. AK-Space ist bisher nicht damit aufgefallen, besonders viele Erfolge vorweisen zu können, obwohl es tatsächlich sowas wie Prototypen für diese einstufigen Raketen gibt. Ach ja, weil das Schärfste fehlt ja noch, der Treibstoff ist in der Hauptsache Wasserdampf. Ja, das Design erinnert mal so ein bisschen an OTRAG, die orbitale Raketenaktiengesellschaft von Lutz Thilo Kaiser aus den 80er Jahren, was auch recht interessant war und auch so gebündelte kleine Raketenstufen geplant waren, die sich dann auch um einiges vergrößern. Liest sich interessant auf jeden Fall, wenn man da mal durch die PDF scrollt, was die sich so vorstellen. Ich muss mal einwerfen, das Grundprinzip ist so dumm eigentlich gar nicht. Ich meine, wir kennen diese Raketen mit angeschnallten Feststoffboostern, diese klassischen SRB-Geschichten von Space Shuttle und Co. Was dann immer ein bisschen komisch ist, man steckt dann einen riesigen technischen Aufwand rein, um diese Feststoffbooster wieder mit einer Gimbal-Funktion auszustatten, um sie eventuell mit Fallschirmen zu landen etc. pp. Wenn ich jetzt aber sage, ich baue einen Center Core, der dann mehr Aufwand macht, der ein Flüssigkeitstriebwerk hat, mit Gimbal-Funktion und so weiter. Wenn ich den aber so baue, dass der Gimbal des Haupttriebwerks ausreicht, um eventuelle Schubfluktuationen von Strap-on-Boostern komplett auszugleichen, dann kann ich eigentlich einen ganz, ganz simplen Strap-on-Booster machen. Ich kann den im Prinzip wie eine Silvesterrakete mit Pappmaché, mit Papier wickeln. Braucht da keine Steuerungstechnik und gar nichts haben und könnte trotzdem meine Center Stage damit massiv anschieben. Und das wäre, wenn man sagt, man macht noch irgendwas mit Wegwerfraketen, dass man quasi sagt, ich mache den Core innen, mache ich wiederverwendbar und die Anschnallbooster mache ich aber wirklich billig zum Wegwerfen. Ja, dann müsste man eigentlich in diese Richtung gehen. Und das wäre durchaus denkbar. Denkbar, möglicherweise. Ich würde bei dem Konzept insgesamt allerdings so vielleicht dann so eine Peter Beck-Attitüde, also wenn das passiert, dann esse ich einen Hut irgendwie. Also ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, dass dann wirklich, also in dem Design mit insgesamt 90 Boostern, die in einer eher Kerbal Space Program anmutenden Konfiguration einfach zusammengeschnackelt werden, dann Platin auf einem Asteroiden abgebaut werden soll und zurückgebracht werden soll. Also die Form, wo das Ganze dann zunehmend zum Teller wird, ist natürlich aerodynamisch höchst fragwürdig. Aber ja, schlankere Formen von sowas kann man sich unter Umständen schon denken. Warum man nun allerdings Platin unbedingt auf Asteroiden abbauen sollte, ist die große Frage. Ich meine, zum Asteroidengürtel ist es ziemlich schwierig hinzukommen und dann hat man unglaublich viel Zeitverzögerung, wenn man da seinen Abbauroboter irgendwie steuern muss oder sowas. Ich kann doch auch alles auf dem Mond finden. Also insofern. Vor allem frage ich mich, Payload, wie wird er dann da untergebracht? Da ist ja ein Greifarm vorne dran. Nein, also es ist auch in diesem White Paper, was sie da haben, irgendwie keine Rede von irgendwie Payload oder ähnlichem. Da geht es halt, wie es der Zufall will, gibt es da irgendwie so eine rumänische Organisation, die Asteroiden-Mining betreiben möchte. Und da war das dann eben ein Kandidat, der da in Betracht gezogen wurde. Ja, und Nutzlast to Leo waren ja 24 Tonnen, das stehen zumindest im Sheet drin, was ja dann auch nicht ohne ist. Aber da frage ich mich bei diesem Design, wo die unterkommen sollen. Ja. Vielleicht in einzelnen Teilen, die ja noch zusammengebaut werden müssen, wie so ein kleiner Lego-Bausatz.
Wir wollten vorhin den Schwenk, glaube ich, auch machen Richtung europäische Raketen, hatte ich das Gefühl. Zumindest als wir da, also ich habe zumindest so eine Blockteilung irgendwie wahrgenommen, weil wir hatten über chinesische Raketen gesprochen und ja, US-amerikanische Raketen, die ja jetzt im Wesentlichen die Nutzlast stemmen im Moment. So viele staatseuropäische Raketen haben wir in der jüngsten Vergangenheit einfach nicht gesehen, als dass sie einen nennenswerten Anteil an der Gesamtverteilung ausmachen würden. Und ja, es gibt immer wieder Versuche, hier in ja, neue Marktsegmente auch zu drängen. Das fand ich ganz interessant. Insbesondere, ich mache es gerade hier mal auf, Ariane, die jetzt mal ein Spin-off, würde ich es bezeichnen, auf den Markt geschmissen haben mit Maya Space, ist es, glaube ich, ne? Ja, Maya Space, genau. Also 100%ige Tochter der Ariane Group. Und geplant ist 2026 der erste Flug. Und so richtig herausgestellt konnten wir vorhin nicht, ob das tatsächlich auch ein wiederverwendbares, eine wiederverwendbare Rakete sein soll. Es wird gemutmaßt. Auf jeden Fall ist schon mal klar, dass es ein Flüssigtreibstoff sein soll auf Methan-Sauerstoff-Basis und eine Tonne bis zum LEO gebracht werden soll. Das Triebwerk, das wir verwenden, ist ein Prometheus-Triebwerk und ja, soll in zwei Stufen dann auch ab Kourou starten. Ja, wobei ich glaube, hier ist so das Hauptobjective nicht irgendwie eine funktionierende Rakete, glaube ich, zu bauen, sondern eher so mal agile Entwicklungsmethoden irgendwie auszuprobieren, ne? Mhm. Ja, richtig. Und mit denen dann oder aus diesen Erfahrungen dann auch das zu übertragen auf ein anderes System, meine gelesen zu haben, dass Themis davon dann auch sehr profitiert, die auch das gleiche Triebwerk dann verwenden. Und Themis ist dann nochmal von der von Ariane Group nochmal eine größere Rakete, die auch schon im Test ist. Ich meine, zu Themis gab es auch im Discord eine längere Diskussion, ne? Die ich nicht weiter verfolgt habe. Erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht dran, wobei die Frage immer ist, was ist eine längere Diskussion? Ich meine, das war doch auf Basis dieser Präsentation, wo der Zeithorizont war da, glaube ich, auch von Interesse irgendwie, dass Mo, meine ich, eine Präsentationsfolie geteilt hatte, wonach die Themis Rocket dann irgendwie schon als Prototyp irgendwie im nächsten Jahr oder sowas gestartet sein soll und dann, weiß ich nicht, operativ in zwei Jahren oder sowas. Ich weiß nicht, ob euch das noch präsent ist. Da hatten wir, glaube ich, auch kurz im Podcast drüber gesprochen, über den sehr ambitionierten Zeitplan. Was man sagen kann, ist, dass da Europa ja schon auch hinterherhängt, was jetzt wiederverwendbare Raketen noch anbelangt und dass denen ja vorgeworfen wird, dass sie da auch zu langsam sind und nicht agil genug, um auf die Marktverschiebungen, sage ich mal, auch einzugehen. Und ja, da haben sie mich zumindest auch ein bisschen überrascht, als sie sagten, dass sie da zumindest auch was schon in Entwicklung haben an wiederverwendbaren Raketen. Was man natürlich sagen muss, das hat im Prinzip nicht mehr viel mit Erfindergeist und agiler Entwicklung zu tun. Wenn ich mich jetzt hinstelle nach über 150 Falcon 9 Wiederlandungen oder zumindest Starts, wie viele Landungen haben wir, sind glaube ich auch schon über 150? Über 100, ja. Über 100 auf jeden Fall. Paar Expendable Starts waren irgendwo mal dazwischen. Und ein paar Fehlschläge, aber tatsächlich wenig. Jedenfalls, wenn man sich in der Situation hinstellt und dann sagt, ja, wir bauen jetzt auch eine landefähige Rakete, eine wiederverwendbare Rakete, ja, okay, die Machbarkeitsstudie ist schon gelaufen. Ich denke, insofern ja, Europa hat kapiert, dass zumindest das inzwischen eigentlich State of the Art ist und dass wir da nachziehen müssen. Was aber nicht heißt, dass wir in diese schöne neue Welt der Orbitalindustrie wirklich einsteigen können. Ja, wir haben meines Wissens nichts in Entwicklung, was größenordnungsmäßig 100 Tonnen Leo macht. Ja, zumal ich glaube,
Das sagte Micha, Astrodrom Micha, glaube ich, auch häufiger, dass er sagt, kopieren findet er gar nicht so richtig sinnvoll irgendwie. Sinngemäß meint er, glaube ich, irgendwie immer, kopieren ist nicht so, sich inspirieren lassen ist total in Ordnung. Aber kopieren ist meistens nicht so wirklich sinnvoll, weil man ja, wie du sagst, nicht nur das Konzept gibt es schon, das ist also schon gelaufen, dass das funktioniert, sondern es gibt ja auch schon jemanden, der das macht. Ne? Und man versucht letztlich in die gleiche Nische zu kommen und hatte dann im Grunde nur die Möglichkeit, über den Preis zu drücken irgendwie. Und da weiß ich halt nicht, ob das realistisch ist, dass die Themis dann letztlich eine Falcon 9 unterbietet, die ja dann auch schon sehr oft geflogen ist und entsprechend eine Flotte vor sich her schiebt irgendwie. Ne? Also europäische Raumfahrt funktioniert ja generell ein bisschen anders. Wir haben ja nicht so sehr vor Augen, wir wollen jetzt dieses oder jenes wissenschaftliche Ziel erreichen oder logistische Ziel, sondern es geht ja eher immer so ein bisschen darum, dass man einerseits sagt, wir möchten die Leute entsprechend ausbilden und beschäftigen. Wir möchten diesen Wissenspool sozusagen aufbauen und erhalten. Also die Fähigkeit, es zu können. Und dann auf der anderen Seite diese strategische Überlegung, ja, auch für eine Ariane 5 gab es schon im Prinzip nur bedingt Nachfrage, weil ich vergleichbare Payloads auch schon länger mit amerikanischen oder eben seinerzeit auch noch russischen Raketen fliegen konnte. Aber man wollte die eigene Rakete, das eigene System haben, damit man es hat, damit man seine eigenen militärischen und Spionagesatelliten hochschießen kann. Einfach, dass man sagen kann, ja, wir sind wer und wir haben unsere Souveränität. Und in die Richtung geht es halt jetzt auch wieder. Und wenn wir uns eine zweite Falcon 9 bauen, ja, dann ist es halt so. Dann ist das so wie die Ariane 5 irgendwo eine Verwandtschaft zu einer, was weiß ich was, Delta 4 hat. Und, also nicht Verwandtschaft, aber eine gewisse Parallelität. Ja, dann ist es halt wieder so. Die Frage ist, ob wir überhaupt jemals irgendwas machen, was innovativ und neu ist und irgendwie den anderen einen Schritt vorausgeht. Die Frage wäre, fehlt da einfach eine größere Vision? Also dann auch irgendwie zu sagen, ja, wir wollen auch irgendwie zum Mars oder ja, oder ganz spezielle oder spezifische wissenschaftliche Fragen klären. Frag mich, was könnten sie dann halt besser machen, ne? So dass sie dann anderen auch irgendwie voraus sind. Ich finde mit Copernicus, mit dem Copernicus-Programm haben sie da ganz gut vorgelegt vor einigen Jahren, also die ESA im Allgemeinen. Das fand ich auch so ein Punkt, der herausgestochen hat, ja, die Erdbeobachtung mit unterschiedlichen Satelliten, das war so was als Alleinstellungsmerkmal auch galt oder nach wie vor gilt. Sowas in der Art müsste es dann auch irgendwie nochmal geben. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob man letztlich, man investiert ja viel, viel Geld irgendwie, um jetzt ein, ja, um dieses, ja, wir haben das dann, also dieses Bedürfnis zu befriedigen irgendwie, ne? Also zu sagen, wir haben dann im Grunde das Gleiche, wir haben dann in x Jahren das Gleiche, was die Amerikaner 2022 hatten, ne? Und wie du sagst, ich weiß nicht, ob der Ingenieursgeist nicht so weit reichen sollte, zu sagen, wir wollen vielleicht was dann in, weiß ich nicht, späte 2030er Jahre oder sowas, wo dann so die letzte Ausbaustufe irgendwie verfügbar sein soll, dann auch was ist, was dem irgendwie gerecht wird. Ne? Damit wir uns dann nicht, wenn wir es dann haben, direkt wieder Gedanken machen müssen, ach verdammt, wir sind hiermit wieder so und so spät, irgendwie sollten wir nicht das nächste direkt anpeilen. Ne? Also, ja. Also die Entwicklungskosten müssen sich auch irgendwo bezahlt machen. Ne? Es ist halt auch schwer für Europa, sich da zu etablieren, weil es gibt halt kein großes privates Unternehmen, die in der Lage wären, so agil zu handhaben, wie es vielleicht SpaceX und Blue Origin machen würden. Ja, und das ist dann schon immer irgendwie ein Klotz am Bein, glaube ich, wenn man dann ja auch das Funding über die EU-Bürger abgreifen muss. Wir hätten schon Unternehmen, die entsprechend mit den Milliarden rumwerfen können, aber die interessieren sich halt auch nicht dafür, irgendwie sowas zu machen, weil die sich einfach in ihren Nischen eingerichtet haben und da ihre Gewinne einstreichen und man tut halt auch nichts dagegen, dass die sich so, ja, das, wie soll man sagen,
Man tut nichts dagegen, dass sie so in ihrem eigenen Saft schmoren. Jo. Dann geh mal in Europa hin und bedroh irgendeine etablierte Industrie politisch. Sag mal hier, was weiß ich was, BMW, ihr dürft jetzt keine Benziner mehr bauen. Ja, aber ich denke, dieser, du meinst jetzt, dass von der, von der Zuliefererseite aus da durchaus einfach Strukturen existieren, weil es immer die gleichen, also die großen und finanzstarken Player, die gibt es natürlich auch in den USA, wie Northrop Grumman oder Boeing oder ähnlich, ne? Ja, mit SpaceX und Blue Origin hast du halt Unternehmen, die in diesen Markt einfach reingestoßen sind, die halt sich komplett neu aufstellen mussten. Und ich glaube, das macht schon so auch einiges anders oder einfacher, ne? Das ist wie bei jedem Startup, dass da kein großen Dampfer irgendwie durchs Gewässer schippern muss oder lenken muss, sondern ja, die haben die Möglichkeit, ja, so zu agieren, wie sie sich das vorstellen, ohne da groß Rechenschaft auch ablegen zu müssen oder alte Mitarbeiter mitnehmen zu müssen oder so. Ja, das meine ich halt von der Zuliefererperspektive letztlich. Ne? Also, dass es ein bestehendes Netzwerk gibt, an das ich mich gebunden fühle. Einfach, weil ich da jetzt jahrzehntelang gute Erfahrungen mitgemacht habe und das jetzt nicht vollkommen aufkündigen will, weil ich brauche ja letztlich auch Leute, die den Job erledigen irgendwie. Ne? Ja. Ja, jemand, der sich fand ich gerade relativ passend dazu, aufmacht, neue Antriebstechnologien mal für sich selbst zu erkunden. Wir waren gerade, ne, wer will BMW vielleicht verbieten, Verbrenner zu bauen oder sowas? Wer könnte vielleicht Raketen verbieten, letztlich verbessertem Kerosin irgendwie zu fliegen? Es gibt ein schönes Unternehmen, finde ich, auch in Deutschland ansässig, und zwar High Impulse, die sich überlegt haben, hey, was wäre eine günstige Alternative zu diesen ganzen Treibstoffen, die wir schon auf dem Markt haben. Und die haben ein Triebwerk entwickelt, das Hyplox 75, das mit Paraffin und flüssigem Sauerstoff funktionieren soll. Da ist ebenfalls ein Launcher in der Pipeline, der bis zu 500 Kilogramm in den Leo bringen soll. Ich finde durchaus ein interessantes Konzept, weil es im Grunde so eine Evolution des Feststoffboosters ist irgendwie. Ne? Also es Evolution vielleicht in Klammern, weil es sicher auch ein deutlich vereinfachtes Konzept dessen ist. Aber ich finde es spannend, dass man hier im Grunde eine, was ist es eine zweistufige oder dreistufige Rakete, ne? Ja. Die dann im Grunde einen Booster senkrecht entleert, wie wir das ja auch bei den europäischen Konzepten zum Teil auch haben, wie den Vega-Raketen zum Beispiel, ne? Ich würde jetzt nicht zustimmen, dass das eine Vereinfachung von klassischen SRBs ist, sondern wir haben eben eine Hybridrakete. Also wir brauchen quasi wie bei einer Flüssigrakete die ganze Sauerstoffseite und kombinieren das dann nur mit einer einfacheren Brennstoff-Feststoffseite. Und gewinnen dadurch aber den Vorteil, dass natürlich dieses Triebwerk ausschaltbar, regelbar und auch möglicherweise wieder startbar ist, je nachdem. Wir gewinnen also eine Menge Fähigkeiten auf dieser Rakete, aber natürlich auch mit einem erheblichen konstruktiven Aufwand. Also diese, wie soll ich sagen, ich kann ja nicht wie bei einem klassischen Flüssigtriebwerk sagen, ich fahre jetzt meine Preburner jeweils mit einem Spritzer von dem Sprit von der anderen Seite, sondern ich habe ja auf einer Seite Feststoff, das heißt, ich muss gucken, wie treibe ich meine Sauerstoffstufe an? Ich kann natürlich sagen, ich mache das jetzt wie Rocket Lab und fahre da über Batterien und elektrisch. Also eine elektrisch gepumpte Hybridrakete wäre auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie sie es jetzt hier bei dem Konzept vorhaben. Ich könnte mir in dem Fall tatsächlich vorstellen, dass hier Pressure Fed ausreicht, oder nicht? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Stimmt, ich glaube, es war sogar Pressure Fed. Na, also dass man den Druck im Tank oder einen mit Druck beaufschlagten Tank beide Möglichkeiten möglich nutzt, um dann entsprechend den Sauerstoff in die Feststoffbooster zu bringen, ist im Grunde, oh Gott, ja, Paraffin, vielleicht, wenn man es nicht vor Augen hat, ist im Grunde
Kerzenwachs. Und wenn ich jetzt im Grunde einen langen Stab Kerzenwachs nehme, dann brauche ich ja, um diesen Kerzenwachs zu verbrennen, Sauerstoff. Und da der Sauerstoff aus der Umgebungsluft mit Sicherheit nicht ausreichen wird, um diese Booster entsprechend auf Touren zu bringen, wird eben flüssiger Sauerstoff dazugegeben. Und ja, da haben wir uns gerade gefragt, wie der wohl am ehesten dahin kommt. Was man sich natürlich vor Augen führen muss, für jede Triebwerksglocke, die ich habe, für jedes Triebwerk, das ich habe, brauche ich einen eigenen Booster. Und entsprechend sind das einige Kerzen, die dabei zusammenkommen und dann Sauerstoff haben wollen. Du sagtest gerade Regelbarkeit. Die ergibt sich ja dann letztlich dadurch, dass ich mehr oder weniger Sauerstoff dazugeben kann. Ne? Das wäre dann die Konsequenz, ja. Jetzt muss man dazu sagen, das Paraffin unterscheidet sich von einem klassischen Festbrennstoff natürlich ganz dramatisch, weil der klassische Festbrennstoff eben in sich reagiert und dabei auch fest bleibt, bis er dann eben abbrennt und in eine Gasphase übergeht. Das heißt, bei einem klassischen Festbrennstoff muss ich zum Beispiel vorher schon ungefähr mein Flugprofil wissen und muss meine Abbrandcharakteristik dann dadurch bestimmen, wie sich die Oberfläche meines Brennstoffes entwickelt. Also ich kann zum Beispiel einen runden Kanal in die Mitte reingießen, ich kann einen mehreckigen Kanal reingießen, ich kann einen sternförmigen Kanal reinmachen und je nachdem bekomme ich jeweils andere Schubprofile in der zeitlichen Entwicklung. Ja. Also wenn ich einen Stern mache, dann habe ich am Anfang sehr viel Oberfläche, sehr viel Schub und wenn der dann abbrennt und die Fläche immer glatter und gerader wird, dann wird die Reaktion also verlangsamt und ich bekomme dann weniger Schub. Wenn ich von vornherein mit einem zylindrischen Loch in der Mitte anfange bei einem SRB und lasse den dann abbrennen, dann wird die Oberfläche geringfügig größer und der Schub nimmt also zu. Dann gibt es so Mischgeschichten. Und was vielleicht ja auch interessant ist in dem Zusammenhang, beim Umbau der Shuttle Booster jetzt auf das SLS-System, diese Verlängerung, die führt nicht zu einer Verlängerung der Brennzeit, sondern die führt zu einer Steigerung des Schubes. Ja, das ist ja auch erstmal kontraintuitiv, aber das liegt daran, dass man eben linear mit der Verlängerung auch die Oberfläche vergrößert. Und aber die Dicke von dem Brennstoff, wie schnell der dann runterbrennt da drin, die verändert sich nicht. Das heißt, die Zeit bleibt die gleiche. Weil der Brennstoff bei einem, auch wenn der Booster lang aussieht, nicht wie bei einer Wunderkerze von oben nach unten wegbrennt, beziehungsweise von unten nach oben, sondern von innen nach außen dann in dem Fall wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja. Das heißt, ich habe in der Mitte eine Bohrung in dem Festbrennstoff, wo dann die Reaktion stattfindet und das, was da an Auswurf dann entsteht, ist das, was ich am Ende unten aus dem Booster rauskommen sehe. Genau, und jetzt habe ich bei einer Hybridrakete mit Paraffin natürlich ein ganz anderes Szenario, weil dieses Paraffin quasi bei den Brenntemperaturen, von denen wir hier reden, sofort verdampft. Das heißt, ich kriege eine flexiblere Abbrandcharakteristik, die ich tatsächlich auch ein Stück weit kontrollieren kann, dadurch, wie viel Sauerstoff ich reingebe und wie hoch ich meine Brenntemperatur mache, meine Brennkammertemperatur. Wir sprechen während des Podcasts, finde ich, auch häufiger mal darüber, dass verschiedene Firmen, auch wenn sie Ansätze nicht bis zum fertigen Produkt verfolgen können, viel Intellectual Property, also viele Ideen, viele Ansätze gewinnen, die sich vielleicht im Nachgang noch, wenn sie mal gekauft werden oder ähnliches, weiterverwenden lassen. Und wo ich zwischendurch schon mal bei Relativity Space, das waren die mit dem 3D-Druck, drüber gesprochen hatte, selbst wenn die es nicht schaffen sollten, aus welchen Gründen auch immer, dann haben die definitiv Erfahrung in additiver Fertigungstechnik mit Metallen. Und Ähnliches sehe ich hier auch bei High Impulse selbst. Wenn das aus Gründen nicht zu einem Launcher werden sollte und die von irgendwem oder irgendwas gekauft werden sollten, da gibt es auf jeden Fall Erfahrungen mit Paraffin-Feststoffboostern zur Verwendung für whatever. Haben wir denn schon mal einen Test gesehen? Von ja. Ah, okay. Sogar von Mo. Ah. Da ist er extra mit, ich glaube, mit Roman sogar hingefahren und die haben dort live den Test mitgefilmt. Ja. Ah ja, schön. Dann gucke ich mir nachher nochmal an. Genau, wenn jemand mag, gerade von meinen Moderatorkollegen, gleich mal den Link reinschmeißen. Jo, ich glaube, Patrick ist im Chat ganz fleißig. Vielen lieben Dank. Gerne mal verlinken. Auch von mir an dem Punkt mal danke an meine Kollegen. Heute bin ich ja selber nicht beim Team zugange.
Genau. Wenn ich hier auf meinem Sofa sitze, dann ist der PC immer ein bisschen zu weit weg. Der steht so 2 Meter da drüben. Ach, deswegen musstest du vorhin aufstehen und rumlaufen. Guck. Okay. Ja, genau. Ja, gibt es noch ein System, was euch spontan auf dem Herzen liegt? Wir haben hier noch eine große, große Auswahl. Ich weiß allerdings nicht, wie viele wir da jetzt noch ganz genau in den Blick nehmen sollten. Ich würde gerne so ungefähr bei einer 1,5 Stunde plus minus 10 Minuten, also eher plus 10 Minuten landen. Ich hatte vorhin ja schon den Launcher aus Kopenhagen angesprochen. Oh, ja. Kopenhagen Suborbitals. und Orbital Plausch war ja letztes auch schon mal da. Und ich habe die bestimmt schon seit 6 Jahren auf dem Schirm und gucke mir immer mal an, was die Freizeittruppe, so würde ich es mal meinen, sagen, da so auf den Weg gebracht hat. So einen richtigen geplanten Erstflug haben sie noch nicht veröffentlicht. Ist aber auf jeden Fall ein Treibstofftyp, Flüssigtreibstoffe haben die Ethanol und Sauerstoff und ist eine einzelne Stufe fand ich mal ganz interessant, das anzusprechen. Speaker ist deren Rakete. Wenn man Videos sieht, das sieht wirklich so sehr eher hobbymäßig aus. Ich weiß nicht, ist dir das, hast du dich auch schon mal damit auseinandergesetzt, Adrian, oder? Gerade Erstkontakt. Sagt mir schon was. Ich habe es schon mal gesehen. Was soll man dazu sagen? Das ist, wenn ich mich nicht irre, aus einer Studentengruppe hervorgegangen. Ja, richtig. Genau. Alkohol als Treibstoff natürlich sehr interessant auch, historisch gesehen. Wahrscheinlich auch die Idee. Interessant ist ja immer, wenn ich Flüssigtreibstoff mache, wie ist es mit der Dichte? Also wenn ich mit Wasserstoff arbeite, dann habe ich ein Medium, was sehr wenig dicht ist, was sehr große Raketen bedingt, was viel Luftwiderstand macht, sehr schwere Tanks dann braucht. Wenn ich jetzt meinen Wasserstoff mit Kohlenstoff ein bisschen binde, dann baue ich Methan draus und habe sofort bei relativ handhabbaren Bedingungen schon eine Flüssigkeit, die also eine viel höhere Dichte hat und viel kleinere Tanks braucht. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, Methan bei Raumtemperatur ist jetzt noch nicht flüssig. Ne? Es verflüssigt sich erst, ich glaube, bei minus 20 Grad oder sowas in dem Dreh. Also es ist auch schon deutlich bei höheren Temperaturen flüssig, als was wir dann nachher bei den entsprechenden Raketen sehen. Ja? Es wird dann nur, indem man es noch weiter runterkühlt, wird es noch weiter verdichtet. Aber wenn ich jetzt ein bisschen Sauerstoff ins Spiel bringe, dann verliere ich natürlich ein bisschen von dieser Energiefreisetzung aus der Oxidation, weil das Molekül ja quasi schon ein bisschen oxidiert ist mit dem eingebauten Sauerstoff. Aber ich bekomme jetzt aus einem Ethan, also aus einem, was quasi nach Methan das nächste wäre, also das C2H6 statt CH4, bekomme ich ein Ethanol und habe plötzlich was, was bei Raumtemperatur dann schon flüssig ist und eine Dichte fast in der Größenordnung von Wasser hat. Also bei Ethanol sind wir, glaube ich, bei so 0,7, 0,8 Kilogramm pro Liter. Das heißt, also ist eine Dichte vergleichbar zu Benzin oder sowas und brennt aber natürlich viel sauberer als jetzt ein RP1. Also insofern technisch schon auch interessant, damit zu spielen. Ja, ich finde vom Ansatz her so schön, dass, wie Albrecht gerade schon sagte, wir haben noch keinen Starttermin. Entschuldigung. Es soll ja letztlich bei Speaker auch ein bemannter Start werden. Und alles, was man so auf der Homepage lesen kann, das deutet so diesen, ja, wie du gerade sagtest, diesen explorativen Work-in-Progress-Charakter irgendwie an. Also das ist wie ein Blog liest sich das im Grunde, wo wir gerade dabei sind, Probleme zu finden und Probleme zu lösen. Und es soll ja auch einen Start ähnlich zu New Shepard letztlich sein. Ich hatte das hier gerade schon mal auf den Bildschirm geholt. Man möchte also möglichst mit seiner Kapsel über die Kerman-Line hinaus
gleiten. Das heißt, wir haben ein ähnliches Profil, wie wir das gerade schon mal besprochen hatten. Wir geben also Knallgas, um die Rakete auf Geschwindigkeit zu bringen, und im richtigen Moment geben wir dann eben die zweite Stufe frei. Die zweite Stufe verfügt allerdings nicht über ein Triebwerk, sondern ist nur eine Kapsel, die dann noch weiter über die Kármán-Line gleitet. Und ich denke, dass das durchaus realistisch ist, dass sie das irgendwann auf die Kette kriegen. Thorsten schrieb auch gerade im Chat, dass sie schon 6 Starts hingelegt haben, aber Spieker eben die erste mit einer Kapsel sein wird. Und von daher, wenn die, weiß ich nicht, so langsam weitermachen irgendwie und dann da in die Richtung kommen, dann sehe ich da durchaus das Potenzial, dass sie das irgendwann hinkriegen. Oh, ein Use Case wäre dann aber touristisch, sozusagen. Ja, ich glaube gar nicht mal, dass sie das irgendwie touristisch arbeiten will. Ich glaube, das ist dann tatsächlich, hey, wir haben es geschafft, einen unserer Freiwilligen aus dem Team oder sowas darüber zu wupsen. Ich glaube, das wird auch eine ziemlich kleine Kapsel werden irgendwie, wo man sich nicht gerne reinsetzt und dann auch ziemlich Beklemmung bekriegen wird irgendwie, wenn man da in Richtung 100 Kilometer gleitet. Ne? Ja, ja. Aber sie zeigen natürlich damit einfach auch, wie dieser biologisch erzeugbare Brennstoff Ethanol auch in so einem System funktionieren kann. Mhm. Ist also durchaus auch Grundlagenforschung im Bereich von umweltfreundlichen Raketen. Mhm. Ja, also das kann man ja bei Paraffin dann tatsächlich auch nicht sagen. Das hatten wir ja gerade irgendwie. Also das muss ich auch irgendwie aus Erdöl rausraffinieren irgendwie. Das ist dann mit Sicherheit ein Schritt in die Richtung. Wir haben auch verschiedene Methanraketen irgendwie in der Pipeline. Starship gehört ja beispielsweise dazu. Da ist es dann theoretisch auch irgendwie möglich, das einigermaßen umweltfreundlich darzustellen. Aber mir fällt kein anderes, das wäre so der Punkt, den ich machen wollen würde, Startup, kein anderer Launch Provider ein, der tatsächlich mit Ethanol plant. Ich weiß nicht, hast du noch wen vor Augen, Adrian? Nee, also ich kenne es sonst auch eher aus dem historischen Bereich. Genau. Übrigens, wenn ich noch eine Anmerkung machen darf, du hattest vorher von der Kármán-Line gesprochen. Mhm. Mit so ein bisschen klanglich dem Hintergrund Jebediah Kármán von Kerbal Space. Aber es ist tatsächlich Kármán, schreibt sich eigentlich auch mit Accents, ist, glaube ich, ein Ungar gewesen. Mhm. Okay. Ja. Also, ich habe es tatsächlich nicht mit Kerbal Space Program zusammengebracht. Aber es klang ein bisschen so. Okay, nein, das war mehr so englische Aussprache von Kármán. Aber gut, wenn es dann tatsächlich auch nicht englisch ist, dann soll das auch nicht so sein. Nee, deswegen nur der kurze Hinweis. Ja, klar, gerne. Na, cool. Gab es da nicht auch zwei konkurrierende Ansichten, wann man im, das können wir jetzt auch noch kurz vielleicht mit reinbringen, wann man im Weltall ist? War das nicht auch einmal nach Kármán und, ne, you know what I mean? Da gibt es nicht nur zwei, da gibt es im Prinzip für jede Disziplin eine eigene Definition. Also die Kármán-Linie ist ja eigentlich was Hochspekulatives, und zwar macht man sich Gedanken, wenn ich ein unglaublich effizientes Flugzeug bauen würde, mit ganz tollen strömungsdynamischen Eigenschaften, mit riesigen Flügeln und so weiter, bis zu welcher Verdünnung der Atmosphäre könnte dieses Gefährt noch durch Vorwärtsgeschwindigkeit Auftrieb erzeugen? Mhm. Ja, also das Phänomen, was bei normalen Flugzeugen irgendwann in 20 Kilometern Flughöhe dann langsam kritisch wird, dass eben eine Tragfläche nicht mehr genug Auftrieb erzeugt. Dieses Phänomen treibt man quasi gedanklich auf die Spitze in diesem Gedankenexperiment. Das ist nicht mehr als ein Gedankenexperiment, muss man sich bewusst machen. Hm. Und dann sage ich, irgendwann kommt eine Höhe, da muss ich so schnell fliegen, dass meine Fliehkraft für die Orbitalbahn dann mehr bewirkt als der Auftrieb meiner Flügel. Mhm. Und das kann man dann theoretisch ausrechnen. Und dann kommt man auf diese 100 Kilometer von der Kármán-Linie. Okay. Mhm. Das ist quasi ein Gedankenexperiment, was davon ausgeht, was, wenn ich mit einem Flugzeug in den Weltraum will. In den Orbit will, ja. In den Orbit will, genau. Also und letztlich aus Luftfahrt- bzw. aerodynamischer Perspektive. Könnte man so sagen, ja. Ein anderer Ansatz wäre, dass ich sage, ich will eine
einen bestimmten Prozentsatz von Restatmosphäre erreichen. Also ich will nur noch, was weiß ich was, 0,5% oder 0,1% oder sowas der Partikeldichte oder ein Millionstel ppm, ppb, irgendwas. Irgendeine kleine Zahl brauchen wir in dem Fall. So kann man eine Grenze zum Weltraum festlegen. Man kann eine Grenze zum Weltraum festlegen anhand von Dingen wie Erdmagnetfeld. Wenn ich sage, bis wo kommen irgendwelche hochenergetischen kosmischen Partikel noch rein und ab wann fangen die an, dass sie merklich abgelenkt werden, und dann sage ich, das ist der Einfluss von Atmosphäre. Und man kommt dann, wenn man noch ein bisschen weiter geht, kommt man eigentlich in den Bereich, dass man sagen muss, zum Beispiel der Sonnenwind, der drückt wiederum andere Phänomene, die im Weltraum vorkommen, weg. Und wir haben sowas wie eine Atmosphäre des ganzen Sonnensystems, die sozusagen einen fließenden Übergang von der Erdatmosphäre hat. Mhm. Und diese Atmosphäre des ganzen Sonnensystems, die hat dann wiederum einen fließenden, aber gemessen an der Gesamtgröße doch relativ scharfen Übergang dann in das interstellare Medium. Also das ist die Frage von, wo hört Atmosphäre auf oder wann bin ich im Weltraum, ist aber wirklich gar nicht so trivial. Man könnte sich auf die Hardcore-Position begeben und sagen, nur die Voyager-Sonden sind schon wirklich im Weltraum. Ja, okay. Das ist dann die Richtung Deep Space, die man dann anpeilt. Wobei das ja auch schon wieder Definitionsfrage ist. Ja, wir reden von Mondmissionen und nennen es Deep Space. Für mein Empfinden ist Deep Space eigentlich erst, wenn ich das Sonnensystem verlasse. Andererseits haben wir noch gar nicht die Art von Technologien, die wir für interstellare Reisen eigentlich brauchen würden. Deswegen brauchen wir über Deep Space noch gar nicht nachdenken, beziehungsweise für den Moment ist es okay, wenn wir das Deep Space nennen, was wir so nennen. Ja, das bisher tiefste Space vielleicht. So far deepest Space. Genau. Wir sollten vielleicht zum Ende hin nochmal über die Klassiker aus Europa sprechen. Das wären einerseits die Vega-Raketen, andererseits die Ariane 6-2. Bei den Vega-Raketen fand ich noch spannend, dass die ja... Moment, bevor ich... Nicht, dass ich es jetzt durcheinander bringe. Waren es die Vega-Raketen, die mit... Genau, vierstufig sind, ne? Und davon zwei oder drei Feststoffbooster haben, glaube ich. Ne? Die Vega C hat vier Stufen. Die Vega E, da werden die letzten beiden Stufen zusammengefasst, sozusagen, oder nochmal also umentwickelt, haben eine andere Entwicklung, genau. Das zeigst du ja gerade auch, das M10-Triebwerk. Genau. Ich hatte nur gerade auf den Triebwerkstest geguckt und dachte im Moment, das sieht nicht spezifisch nach Feststoffbooster aus, deshalb war ich gerade kurz ins Überlegen gekommen. Aber ist es ja auch nicht, weil es eben das Triebwerk der vierten Stufe ist und das ist ja dann ein ganz klassisches Flüssigtriebwerk. Ja, also grundsätzlich natürlich immer das Problem, dass ich Feststoff nicht so gut steuern kann. Also der hat halt seine fest eingebaute Abbrandcharakteristik und dann bin ich mit meiner Rakete da, wo ich bin. Also bei dem Tempo, bei der Geschwindigkeit und auf der Höhe. Und wenn ich jetzt irgendwo genau zielen muss für meinen Zielorbit, dann brauche ich an irgendeinem Punkt dazwischen oder zum Schluss hin nochmal eine Flüssigtriebwerksstufe, einfach um so fein nochmal angleichen zu können. Oder ich brauche einen Satelliten, der von Haus aus recht fähig ist, sich noch selber orbital zu bewegen, und dann kann ich das mir vielleicht auch sparen. Ja, genau. Diese Bestrebung gab es ja in Amerika auch. Man hat ja dieses grauselige Ding gebaut, wie hieß es, Ares 1 war es, glaube ich, was quasi nur ein Shuttle SRB mit einer riesigen Nutzlastverkleidung drauf war. Mhm. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, sehr billig Raketen zu bauen, Wegwerfraketen. Genau, also das finde ich eigentlich, dass, auch wenn es vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, dass Interessante an dem Konzept, dass man sich letztlich an Technologien bedient, die man sehr gut im Griff hat und wo man sehr viel Expertise im Umgang mit hat, und dann zu sagen, gut, wir skalieren das jetzt entsprechend, stacken die Teile entsprechend aufeinander und geben dem Ganzen dann mit der vierten Stufe eben die Manövrierfähigkeit, die es im Zweifel noch braucht, und
wenn man das dann günstig bauen kann, dann ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, hier günstig Starts anzubieten. Allerdings bin ich mir da jetzt wieder nicht sicher, wie günstig dann am Ende der Preis für so eine Vega C oder Vega E beispielsweise sein wird. Ich denke, das könnte man durchaus konkurrenzfähig als Wegwerfartikel irgendwie gestalten. Auch wenn sich natürlich hier und da schon gezeigt hat, dass Wegwerfen vielleicht nicht mehr das allzu schlauste Raketenkonzept ist, könnte ich mir eben bei Feststoffboostern noch vorstellen, dass es günstiger sein könnte. Ja, ansonsten wären wir beim landefähigen Feststoffbooster und das hat jetzt ein Tüftler in Amerika hat sowas gebaut. Der hat einen Weg gefunden, Feststoffbooster auch nochmal zu throtteln mit im Prinzip mit Klappen, die er vor dem Triebwerk einfährt. Auch mal ganz interessant, sich anzugucken. BPS Space, Joe Barnard. Genau. Ich hatte den Namen vergessen, sorry. Heute ein etwas anstrengender Tag hinter mir. Ja, sind letztlich so keramische Finger, die ja so vor den Boosterstrahl irgendwie lenkt. Wobei, wie effizient das Ganze ist, kann man sich natürlich auch fragen, weil letztlich dadurch ja die Energie des Boosters nur umgelenkt wird. Also sie wird dann eben nicht nach unten ermöglicht, sondern geht zu den Seiten weg. Im kleinen Modellraketenmaßstab, wo wir jetzt ja dann von ein paar Gramm in ein paar hundert Meter Höhe sprechen, mag das dann vielleicht auch noch irgendwie gut funktionieren. Ich weiß allerdings nicht, wie man das erklären würde, wenn man dann den Pitch macht und sagt, hey, wir nehmen jetzt so kleine Dinge, die unser Triebwerkstrahl blockieren. Es ist allerdings tatsächlich eine existierende Technik im militärischen Raketenbereich, zum Beispiel, dass man solche Carbon-Carbon-Schaufeln in den Triebwerkstrahl reinschwenkt, um damit Richtungssteuerung zu machen. Ist es nicht auch beim SLS so, dass zumindest die Feststoffbooster eine leichte Control Authority, also ein leichtes Gimbaling machen? Die SLS-Booster, die ja technisch abgeleitet sind oder eigentlich nur gestreckte Versionen von den Space Shuttle-Boostern sind, die haben eine vollwertige Gimbal-Funktion. Da gibt es da gibt es quasi ein kleines Hilfstriebwerk, was einen Hydraulikdruck aufbaut und diese ganze Triebwerksglocke, die dann unten an dieser riesen Brennkammer dranhängt, die hat man quasi mit übereinandergelagerten Kugelschalen aus Blech, aus metallischem Blech, hat man die aufgelagert. Und diese, also es sind Ringschalen, kann man im Prinzip sagen, die übereinander liegen. Und die haben dann jeweils ein bisschen Spiel zueinander. Und dadurch kann sich über dieser Kugelgeometrie, kann sich dieses Ding dann verschwenken. Und so hat man mit diesem Problem, dass natürlich ein Feststoffbooster eine sehr große Throttle haben, muss also eine sehr große Brennkammeröffnung, sagen wir so, habe ich natürlich Schwierigkeiten. Ich kann nicht wie sonst bei einem Flüssigtriebwerk einfach das ganze Triebwerk mitsamt Brennkammer schwenken, sondern ich muss quasi diesen Durchgang irgendwie schwenkbar machen, diese Brennkammeröffnung hin zur Düse. Und das ist die Herausforderung. Das hat man dann so gelöst mit diesen Kugelschalen. Ohne dass er mir eben vollkommen desintegriert, weil da ja doch eine ordentliche Belastung einfach drauf liegt. Ne? Genau, das und es wird ja auch heiß. Also ich kann das Teil nicht einfach mit einer Gummidichtung bauen, weil ich da irgendwo 2000 Grad oder sowas habe. Und ja. Cool, wusste ich noch. Meine Lieben, ich würde sagen, ich gucke gerade noch mal kurz hier rüber. Das Video von Joe Barnard hat Patrick verlinkt. Ganz, ganz lieben Dank. Es waren noch von verschiedenen Raketen die Rede, die wir auch während der Vorbereitung rausgesucht hatten. Albrecht, wenn du dich erinnerst, beispielsweise die afrikanische Rakete, die wir auch kurz auf dem Schirm hatten und noch viele kleinere, die eben unterhalb von 300 Kilo liegen, die haben wir jetzt eben nicht berücksichtigt. Da war einfach kein Platz für. Überhaupt, wenn ich mal so drüber gucke, haben wir von den 27, die wir haben, wir haben viel geschafft, das hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, haben wir 10, 12, 14 Stück geschafft, haben ausgelassen beispielsweise Skyrora oder PLD Space, Firefly haben wir raus, Angara ist raus, genau, die gibt es alle auch noch, die Vulcan Rocket von ULA. Ich
würde allerdings trotzdem sagen, dass wir so langsam dem Ende zuführen. Fand es eine ganz, ganz tolle Runde. Vielen lieben Dank für die vielen Impulse, meine Lieben. Gerne, gerne. Zeigt auf jeden Fall, dass wir interessanten Zeiten mal wieder bevorstehen und auf dem Markt einiges passiert und ja, wieder nach wie vor gespannt sein können. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass du dabei warst. Doch, danke für deinen Input. Genau. Ja, ihr wisst ja immer gern, ich bin ja eher so der Generalist, also ich bin jetzt bei solchen Themen dann gar nicht immer so tief drin, aber habe dafür die Chance, dass ich vielleicht Dinge dann auch einfach aus einem generelleren Blickwinkel nochmal erkläre und Hintergründe erläutere. Genau. Ja, trotzdem habe ich immer das Gefühl irgendwie, wenn du dabei bist, du hast einfach auch einen sehr guten Überblick, finde ich, also nicht einfach in deiner Funktion ja auch als gute Seele des Discord, was wo so an allen Ecken und Enden irgendwie los ist und zu allem gibt es ja letztlich irgendwie was, wo du was beizutragen hast und das bewundere ich sehr und deshalb haben wir dich gerne dabei. Das freut mich. Wenn ihr wissen wollt, wo die astronomische Einheit in der kommenden Woche stattfindet, dann kann ich euch jetzt noch nicht in eine spezielle Richtung weisen. Das steht nämlich noch nicht fest. Ihr findet allerdings auf der Homepage der astronomischen Einheit, ich habe die mal aufgerufen hier und für euch hingelegt, astronomischeeinheit.de, jederzeit den jeweils nächsten Kanal. Lasst den Montag rumgehen. Ich hoffe, dass wir Dienstag, Mittwoch dann hinweisen können, wo es dann am kommenden Montag stattfindet. Schaut ansonsten einfach regelmäßig auf astronomischeeinheit.de vorbei. Da ist euch geholfen. Apropos Dienstag. Senkrechtstarter-Dienstag. Senkrechtstarter-Dienstag, genau. Für alle, die, ich denke, der größte Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt hier wird auch über den Discord auf den Stream gestoßen sein. Insofern für euch, ihr wisst Bescheid, Senkrechtstarter-Dienstag. Für alle anderen, denen das nicht sagt, schaut mal in der Videobeschreibung. Dort haben wir für euch einen Link hinterlegt zum Senkrechtstarter Discord. Das ist so die größere Community, würde ich sagen, auf der wir uns im deutschsprachigen Raum mit allen Creatoren tummeln. Und jeden Dienstag gibt es dort einen wunderbar galaktischen Raumfahrtstammtisch, der sich entweder zum Mitmachen oder wie in einer Kneipe verstohlen in der Ecke sitzen und mithören eignet. Also beides ist möglich. Ja, das ist manchmal ganz faszinierend. Man startet da um 20 Uhr und dann wird gesprochen und gesprochen und da ist jemand, der ist einfach da als Zuhörer. Mhm. Und dann wird es irgendwann 2 Uhr früh und dann fangen die Leute auf einmal an zu reden. Mhm. Und dann sind es aber manchmal Leute, die, was weiß ich was, die sind Luft- und Raumfahrttechniker oder Triebwerkstechniker oder Astrophysiker oder sowas und dann gehst du plötzlich um 2 Uhr morgens nochmal richtig tief in die Themen rein. Das kann schon abgefahren sein. Wird dann auch ab und an mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn die dann bei irgendwelchen Unternehmen arbeiten? Allgemein, nachdem Luft- und Raumfahrttechnik eine Branche ist, wo man immer so ein bisschen mit einem Fuß in der Rüstungsindustrie drinsteht, hat man da natürlich sehr viel Auflagen und Non-Disclosure Agreements und Zeug. Also wer da arbeitet oder wirklich Ahnung hat, der weiß normalerweise auch sehr genau, was er sagen darf und nicht sagen darf. Deswegen nachvollziehbar. Nähkästchen plaudern eher nicht, nein. Ja. Gut, gut, meine Lieben. Patrick hat den Link zum Discord auch nochmal in den Chat gepackt. Vielen lieben Dank dafür. Den Chat und die ModeratorInnen loben selbstverständlich. Vielen lieben Dank, dass ihr so fleißig dabei wart. Damit hätte ich tatsächlich auch heute gar nicht gerechnet, weil es ja auf unserem Kanal häufig doch eher weniger Leute sind. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald. Bis dahin. Gut, ciao. Ciao.